Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Als Joachim Fuchsberger sein Buch übers Altern schrieb, dann nannte er es »Altwerden ist nichts für Feiglinge«. Und er hat recht. Die Kinder sind aus dem Haus, statt Beruf haben wir Rente. Wir haben vielleicht zu nichts mehr so richtig Lust. Der Körper wird anstrengend, ab und zu tut er weh. Manchmal sind wir vielleicht auch traurig. Tja, was machen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt zum Internisten oder zum Orthopäden oder hat es vielleicht etwas mit der Seele zu tun? Darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Dr. Hans-Joachim Schmidt. Er ist Chefarzt der Psychosomatik an der Asklepios Klinik Schaufling. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Schmidt. Hallo, Frau Kallert. Sagen Sie mir, man muss ja gar nicht traurig sein, um eine Depression zu haben, oder? Was sind die Symptome außerdem? Ja, die Trauer ist eine Möglichkeit, wie sie sich vielleicht ausdrücken kann. Niedergeschlagenheit, der Verlust an Interesse, Freude und Begeisterungsfähigkeit wären so Aspekte. Aber sehr häufig und gerade im Alter eben tritt die Depression doch mit anderen Erscheinungsbildern auf, die eben sehr stark auch in körperlichen Gebrechen nachempfunden wird. Und sehr häufig dann eben die körperärztlichen Kollegen aufgerufen sind zu helfen bei Kopfschmerzen, bei Schmerzen am Bewegungsapparat, Schwindel, Störungen im Verdauungstrakt, Schlafstörungen, sodass viele der älteren Herrschaften Behandlung erfahren, aber möglicherweise am Thema vielleicht auch vorbei. Ja, das heißt also, dass es häufig gar nicht erkannt wird eigentlich, ne? Dass es um eine Depression geht. Genau. Ja. Also wir wissen ja heute, dass bei den über 60-Jährigen wir genauso hohe Erkrankungsquoten mit psychischen Erkrankungen haben wie im mittleren Lebensalter. Aber nur 1% derer ist tatsächlich in Behandlung. Ja, ich habe gehört, dass es nicht nur um Beschwerden geht wie Kopfschmerzen, also wirklich spürbare Schmerzen, die Sie auch eben aufgezählt haben, sondern dass durchaus auch zu hoher Blutdruck damit zu tun haben kann, dass man eigentlich gar nichts hat, somatisch, wie Sie es nennen, also körperlich, sondern dass das tatsächlich auch mit der Seele zu tun haben kann. Ja, wie Sie es anmoderiert haben, also es ist nichts für Feiglinge. Das heißt, es ist eine gewisse Herausforderung auch im Alter gegeben, der man sich irgendwie stellen muss. Ja. Und diese Herausforderung stellt natürlich auch sowas wie Stress dar. Ja. Und im Rahmen von Stress sind auch alle Erkrankungsoptionen, die in Verbindung mit chronischen Stresssituationen entstehen, so auch der Blutzucker davon eben mit angestoßen wird oder Blutdruckerkrankungen eben auch davon ausgelöst werden, treten solche Erkrankungen eben in den Vordergrund. Ja, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass die Patienten, die Sie haben, sagen, oh, also ich bin doch erwachsen und ich bin nicht traurig und Depression, das ist ja lächerlich. Nein, ich habe wirklich was. Aua, guck mal da, lieber Arzt. Also dass das vielleicht auch so eine Sache von Mannsein ist oder von Erwachsensein? Ja, gerade ebenso dieses Beispiel mit der Versorgungsquote, das ist ja nicht nur eins, das quasi durch die Professionen in der Medizin letztendlich verursacht wird, durch eben das Nichtstellen einer Depressionsdiagnose, sondern natürlich die Inanspruchnahme ist ja im Wesentlichen auch von den Patienten mitbedingt. Und die Vorstellung im Alter, den Psychotherapeuten aufzusuchen, ist doch noch eine sehr unvertraute und ja, mit sehr viel Misstrauen getragene Vorstellung, sodass auch daher keine Inanspruchnahme und auch die Idee, vielleicht an der Depression zu erkranken, gar nicht zustande kommt. Wie kommen denn dann die Patienten zu Ihnen? Ja, durch aufgeklärte Kollegen auf der einen Seite und natürlich auch durch Kostenträger, die natürlich die Profile ihrer Patienten sehen, die Inanspruchnahme der ärztlichen Leistungen sehen, beziehungsweise therapeutische Leistungen von Physiotherapie sehen, vielleicht auch beobachten, dass die eine oder andere Akutschmerzbehandlung schon durchgeführt worden ist, ohne ausreichende Erfolge. Und dann sind es die Kostenträger zum Teil, die dann auch die Patienten in die Psychosomatik empfehlen. Und was tun Sie dann mit dem Patienten, der vor Ihnen steht und etwas hat, was er ganz anders verortet? Ja, das ist eine besondere Aufgabe, weil der Patient häufig ja in der Vorstellung einer somatischen, also einer körperlichen Erkrankung kommt und mit den Bedingungen der Psychosomatik und mit dem Behandlungsangebot der Psychosomatik in den meisten Fällen nicht vertraut ist. Zunächst geht es also erstmal um so etwas wie Vertrauen schaffen, wobei eben
Erklärungen sowohl zur Depression, aber auch zu, im Zusammenhang zu den somatischen Störungen, den körperlichen Störungen, immer wieder erforderlich sind, um Zusammenhänge zu begreifen. Wesentliche Rolle spielt auch so ein Stück weit das Erfassen der Biografie, der Lebensgeschichte, um vielleicht auch den Menschen verständlich zu machen, dass das ein oder andere Symptom auch schon in seiner früheren Lebensgeschichte einmal präsent war und dann durch irgendwelche äußeren Einflüsse, vielleicht Lebensveränderungen, wie sie im Alter denn stattfinden, Sie haben es vorher auch genannt, Verlust von Angehörigen zum Beispiel, dann solche Symptome wieder in den Vordergrund treten. Ja, das hört sich jetzt so an, als wären wir bereits in der Gesprächstherapie oder in der Verhaltenstherapie, je nachdem, über die sprechen wir gleich noch. Erst einmal weiß ich ja, ich kann zu Ihnen kommen für längere Zeit, nicht nur für ein paar Stunden. Es gilt sicherlich dann erst einmal auszuschließen, dass da nicht doch etwas Somatisches ist oder dass da vielleicht doch etwas anderes stecken könnte als eine Depression. Mhm. Wie machen Sie das? Naja, wie schon bereits vielleicht erwähnt, dass als Rehabilitationsklinik sind wir jetzt nun keine im Schwerpunkt diagnostisch ausgerichtete Klinik, sondern das wäre Aufgabe im Vorfeld in den einzelnen Fachgruppierungen der Kollegen nochmal abzuklären, ob nicht somatische Ursachen, Körperursachen zugrunde lägen, okay, die dann einen anderen Behandlungskontext erfordern würden. Wenn die Patienten bei uns sind, wird zunächst einmal doch davon ausgegangen, dass die Gefühlslage sehr stark als Ursache für das Beschwerdebild verantwortlich ist. Wobei wir dann natürlich durchaus nachdiagnostizieren, wenn wir selber dabei den Eindruck hätten, da könnte noch irgendetwas an Ursache vielleicht nicht wahrgenommen worden sein. Und da ist der Vorteil bei uns an der Klinik, dass wir eben sowohl die Neurologen als auch die Orthopäden, die Kardiologen und auch die Geriater einfach an der Seite haben, mit denen wir zusammen dann eine ergänzende Diagnostik durchführen können. Ah, das heißt also, am Anfang steht da auch vielleicht ein Demenztest, denn Demenz und Depressionen haben ja unter Umständen auch was miteinander zu tun. Genau. Jeder Patient, der zu uns kommt, durchläuft quasi gewisse Testbatterien, Fragebögen, anhand derer die subjektive Einschätzung des Patienten noch einmal erfasst wird, wie er sich selber in seiner Gesundheit erlebt und die uns Hinweise dafür gibt, welches Störungsbild denn vielleicht noch außer der Einweisungsdiagnose Depression zugrunde liegen könnte. Und wie behandeln Sie die Depression dann? Was bieten Sie mir an, wenn ich zu Ihnen komme? Ja, wenn Sie zu uns kommen, dann geht es darum, dass Sie ein breit gefächertes Angebot bekommen, das sowohl Ihre körperlichen Voraussetzungen berücksichtigt. Denn in der Depression, insbesondere im Alter, geht es nicht nur darum, jetzt die Depression zu behandeln, sondern eben auch Ihre Alltagsleistungsfähigkeit, Ihre Funktionsfähigkeit im Alltag, was die eigene Versorgung anbelangt, ob es dann eben die Körperpflegemaßnahmen sind oder ob es eben dann Maßnahmen sind, die erweitert darum sind, Haushaltsführung, den Einkauf zu bewerkstelligen, soziale Kontakte zu erhalten. All das wird mit erfasst und in der Behandlung berücksichtigt. Das heißt, es wird der Sozialdienst mit eingebunden, bei Handfunktionsstörungen wird der Ergotherapeut mit eingebunden, bei Wirbelsäulenfunktionsstörungen wird die Physiotherapie mit eingebunden. Und dann im Speziellen kommt es zu Behandlungsmaßnahmen aus der Psychotherapie, wo wir neben kreativen Verfahren wie Kunst und Gestaltung oder körpertherapeutischen Verfahren eben die von Ihnen angesprochene Gesprächstherapie sowohl im Einzel- als auch im Gruppenverfahren anbieten. Habe ich da einen Einfluss drauf, was ich möchte und was nicht? Ja, sofern Sie eine Vorstellung haben, haben Sie auf jeden Fall Einfluss drauf. Das ist manchmal die Schwierigkeit, dass die Patienten mit der Fragestellung, welche Therapie würden Sie sich denn wünschen oder welche Vorerfahrungen haben Sie denn, sehr verunsichert sind und eigentlich sagen, ich habe gar nicht so viel Erfahrung, ich weiß es eigentlich gar nicht und primär sich sogar wünschen, dass Ihnen erstmal ein Angebot gemacht wird. Ja, zumal die ja eigentlich mit einem körperlichen Problem davon ausgegangen sind ursprünglich. Genau. Ne? Und jetzt sich daran überhaupt erstmal gewöhnen müssen, dass es um was ganz anderes geht. Da ist der Erfahrungsschatz sicher am größten. Ja, ja. Und das ist auch eins unserer Ziele, den Patienten da abzuholen, wo er denn Erfahrungen hat, um ihn dann vielleicht auch in einen anderen Bereich mit hineinzuführen. Das könnte heißen, also angenommen, ich wäre jetzt
wäre als Mann zu Ihnen gekommen, hätte Schmerzen gehabt, habe jetzt vielleicht akzeptieren können, dass es sich doch um Depressionen handelt. Was bieten Sie mir an als zum Beispiel Verhaltenstherapie oder Gestalttherapie? Ja, zunächst einmal wird es darum gehen, dass er eine sogenannte Edukation, also eine Unterweisung zur Depression erhält in einer Gruppe von Betroffenen, mit denen er sich auch austauschen kann, sodass er auch die Erfahrung machen kann, ich bin nicht allein und das, was mir der Arzt erzählt, ist jetzt kein Hokuspokus, sondern die anderen berichten genau das Gleiche. Mhm. Vielleicht auch dahingehend, dass ausgetauscht wird, was waren möglicherweise Gründe dafür, dass sich der Gesundheitszustand verschlechtert hat. Häufig lässt sich das durchaus auch kalendarisch beobachten, wann der Einbruch stattgefunden hat. Insofern tauschen die Patienten sich darüber aus und tauschen sich mit den Therapeuten in der Gruppe darüber aus, welche inneren Überzeugungen, die im Laufe des Lebens auch entwickelt wurden, dazu beitragen, dass sie in einer für sie eher ausweglosen Lebenssituation stecken bleiben. Ja, ich könnte mir vorstellen, in dem Alter, eben der Wechsel vom Beruf in die Rente zum Beispiel oder vielleicht Angst vor dem Schritt, in ein Pflegeheim wechseln zu müssen. Aber das sind ja nun tatsächlich Ängste oder auch Bedrohungen. Wie kann ich mich denn da innerlich aufstellen? Also anders gefragt, was ist denn das Ziel der Therapie, damit ich die Depression wieder verlieren kann? Ja, also Zielsetzung wäre zunächst mal auch, diese Selbstsicherheit wiederherzustellen, dass ja ein großer Lebensabschnitt gemeistert worden ist. Mhm. Und dass auf diesem Wege natürlich viele Fähigkeiten entwickelt wurden, auch Strategien entwickelt wurden, die zur Bewältigung von Lebensaufgaben erforderlich waren. Mhm. Und ein Teil der Therapie ist es eben, Anschluss wieder zu finden, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt verloren gegangener Emotionalität, die im Lebensalter etwas abflacht und damit auch den Antrieb und die Begeisterung für neue Aufgaben letztendlich verschwinden lässt. Mhm. Und dieses wieder wachzurufen, also alte Erfolge wieder aufzurufen, alte Problemlösestrategien wieder aufzurufen, ist eine der Aufgaben, damit die Rehabilitanten, so wie wir die Patienten bei uns nennen, sich ihrer Fähigkeit wieder bewusst werden, trotz der Einschränkungen, die sie aktuell mitbringen. Ja, das heißt also nicht mehr nur sich als Kopf wahrzunehmen, sondern auch als Körper. Und nicht nur jemand, der denkt, sondern auch jemand, der vielleicht Musik hört oder unnütze Dinge tut wahrscheinlich. Ja, die Ausrichtung auf Leistung ist sehr ausgeprägt, also etwas Nützliches tun können. Mhm. Und es geht darum, Erfahrungen zu machen, dass es tatsächlich auch noch Fähigkeiten gibt, nützlich zu sein, mhm. aber vielleicht auf einer anderen Ebene, also nicht mehr so sehr unter dem Bezug der körperlichen Leistungsfähigkeit, sondern eher vielleicht unter dem Aspekt Beziehung, präsent sein, begleiten können. Auch unter dem Aspekt Lebenserfahrung weitergeben zu können. Also eine Art Instruktion geben zu können, ne, wie das vielleicht Großväter ihren Enkeln mit an die Hand geben können. Mhm. Also sich dessen auch bewusst zu werden und natürlich auch einer Lebensgestaltung neben der Arbeit, die häufig sehr rudimentär, also nur in Bruchstücken vorhanden ist, diese entwickeln zu dürfen, also auch tatsächlich einmal am Fenster sitzen zu dürfen und den Sonnenuntergang genießen zu dürfen. Das ist etwas, was vielen nicht vertraut ist. Bei unserer wunderbaren Lage, die wir übrigens haben, Zauberberg verdächtig, ist das also was, was man wunderbar genießen kann. Und die Erfolgsquote? Die Erfolgsquote ist sehr hoch, insbesondere im höheren Lebensalter. Insbesondere für den Anteil der psychischen Beeinträchtigung. Mhm. Die Fortschritte, sage ich, für die körperlichen Einschränkungen, die sind durchaus bemessen, denn die sind einfach auch morphologisch klar, fixiert. Ja. Aber in der psychischen Verfassung verbessern sich die Patienten enorm in ihrer Vitalität, in ihrem sozialen Leben, in ihrer Gestaltungsfähigkeit und Kreativität.
Und man kann das also wunderbar auf der Station in der Lebensgemeinschaft dort beobachten, wie dann zunehmend einfach Spieleabende oder gemeinsames Singen oder gemeinsame Ausflüge auch gepflegt werden und viele erstmalig eigentlich wieder solche Gemeinschaftserfahrungen seit Jahrzehnten erleben. Vielen Dank für dieses interessante Interview. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Bleiben Sie gesund.